Hey Leute, herzlich willkommen. Heute gibt es ein neues Video zum Thema Nutrition. Wieder Kategorie schnelle Rezepte in unter 10 Minuten. Heute zaubern wir ein Thunfisch-Wrap und ab geht's. Ein großer Bestandteil im Bereich Fitness ist auf jeden Fall die Ernährung. Deswegen sollten wir uns auch ausreichend Zeit nehmen dafür. Wie das im Alltag meistens so ist, kann man sie oft nicht aufbringen. Deshalb kümmern wir uns um schnelle Rezepte. Heute gibt es einen leckeren Thunfisch-Wrap. Der ist sehr reichhaltig an Protein, mäßig Kohlenhydrate, Fett relativ gering. Wir fangen an mit der Zutatenliste. Für unseren Wrap brauchen wir lediglich 8 Zutaten plus Gewürze. Wir brauchen zunächst einmal ein Tortilla-Wrap. Hier könnt ihr auch gerne die Vollkorn-Variante oder gegebenenfalls mit Leinsamen wählen. Thunfisch Natur ohne Öl. Da sparen wir deutlich Kalorien, wenn wir das Fett weglassen. Dann eine Portion Kichererbsen, und zwar 100 Gramm. Eine Handvoll Rucola-Salat. Eine Zitrone, hierfür brauchen wir zunächst erstmal nur den Saft. Eine Zwiebel, ganz egal ob rot oder eine normale. Ein paar Cocktailtomaten und eine Lauchzwiebel. Als allererstes schneiden wir die Tomaten und die Zwiebel und Lauchzwiebel in kleine Stücke. Den Thunfisch, die Kichererbsen, den Rucola-Salat müssen wir eigentlich nur aus der Packung holen. Sobald wir alle Zutaten vorbereitet haben, brauchen wir eine größere Schüssel. Jetzt vermengen wir das Ganze miteinander. Wir beginnen zunächst mit dem Thunfisch. Dann kommen die Tomaten noch dazu, die Lauchzwiebel, die Hälfte der Zwiebeln und die Kichererbsen. Als allererstes würzen wir das Ganze mit Salz. Eine gute Prise Pfeffer. Wie immer mache ich etwas Chili dran. Und ein guter Schuss frische Zitrone. Das Ganze wird im Anschluss gut vermengt. So, der nächste Schritt ist den Wrap für 20 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Nach 20 bis 30 Sekunden, je nachdem wie viel Watt eure Mikrowelle hat, ist der Wrap schon bereit zum gerollt werden. Wir nehmen unsere Füllung. Dann bedecken wir das Ganze noch mit etwas Rucola. So sieht das Ganze, bevor es gerollt wird, aus. Dann geht es ans Rollen. Wir klappen zunächst die Seiten ein, dann das untere Ende. Und ab geht's. Insgesamt braucht ihr höchstens 10 Minuten für diesen Wrap. Wir haben eine ordentliche Menge an Protein mit drin. Ihr könnt natürlich jederzeit die Füllung auch abändern. Wenn ihr 5 bis 10 Minuten länger Zeit habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mit Rinderhack oder Hähnchenbrust füllen. Für mich wäre die vegetarische Alternative dann eventuell ein Ersatzprodukt oder gegebenenfalls veganes Hackfleisch. Man kann das Ganze auch mit Feta und Co. auffüllen, je nach Geschmack. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr gerne mehr solche Rezepte hättet, ob ihr gerne mehr Variationen davon hättet. Wir freuen uns über jeden Like und über jedes Kommentar. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.
Intro. Ich bin raus. Schöner Pullover. Danke. Was steht da drauf? Mom? Money? Ich schätze Man. Man, okay, gut. Mom geht auch. Ja. So, wir haben alles, ne? Ah, scheiße, Zwiebel. Die Zwiebel. Klassische Zwiebel. Oh, könnte ich bitte in meinem Aperol Spritz noch eine Scheibe Zwiebel haben? Sobald wir alle zubereiteten Zutaten haben. Wir würzen das Ganze. Verdammt. So, Jonas, willst du wieder Filme wischen rausholen? Mhm. Hashtag Pornhub.